Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächsten Sonntag ist es wieder einmal so weit. Der Samichlaus kommt. Ja, uns macht er halt heute schon Besuch, und zwar mit einem ganzen Schlitten voller Überraschungen. Beim Coop gibt es jetzt nämlich alles, was in den Sack vom Samichlaus hineingehört. Nüsse, Feigen, Datteln, allerlei Süßes, feines Gebäck. Aha, Fitze, die braucht es halt auch manchmal. Und ganz sicher nicht fehlen dürfen die tief orangen Clementinen. Coop offeriert ihnen die kernlose Frucht mit ihrem feinen und süßen Aroma das Wochenende zum Aktionspreis. Coop ist zurzeit aber auch ein richtiges Spielzeugparadies und es gibt praktisch alles, was man sich nur wünschen kann. Alle Spielsachen, die bei Coop angeboten werden, entsprechen selbstverständlich den europäischen Sicherheitsnormen. Und für noch mehr Sicherheit macht das Coop-Labor zusätzliche Tests und Kontrollen, bevor die Ware dann in die Läden kommt. Wenn Sie viel und gerne backen, interessiert Sie sicher, dass es von Coop jetzt auch Kuchenteig und Blätterteig ausgewählt und zu einem sehr vorteilhaften Preis gibt. Den Teig können Sie einfach nach Bedarf abrollen, das Blech zuerst mit dem Backtrennpapier auslegen, so bleibt alles sauber, und dann den Teig ganz normal mit Früchten oder einer Füllung belegen und backen. Interessante Rezepte zum Sammeln und Ausprobieren hat es übrigens auf jeder Teigpackung. Aus sonnenverwöhnten Ländern kommen Mondialfrüchte. Sie haben das ganze Jahr Saison und sind darum beliebt für die Zubereitung von feinen Fruchtdesserts. Mondialfruchtkonserven sind übrigens auch vom Preis her ein Genuss. Sie sind nämlich außerordentlich günstig. Ebenfalls günstig und trotzdem gut ist das Rezept aus der Studioküche. Heute habe ich eine Idee für eine gesunde Vorspeise, die Sie aber auch als knuspriges Aperitifgebäck servieren können. Ich habe Blumenkohl in Röseli geteilt, Rüebli in Stift geschnitten und beides im Salzwasser blanchiert. Dann habe ich Champignon geröstet und ungeschälte Gurken in Scheiben geschnitten. Das Gemüse wird gewürzt und dann im Mehl portionenweise in einem Plastiksäckchen geschüttelt. Nachher tut man das Gemüse durch eine Mischung von Eigelb und Milch ziehen und auch in einem Plastiksäckchen im Paniermehl diesmal schütteln. Und dann im heißen Öl 3 bis 4 Minuten frittiert. Sie können aber das panierte Gemüse auch auf einem Blech im Ofen gut backen. Wenn Sie das Rezept interessiert, es steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen im Teletext Seite 270. Viel Vergnügen! Damit wären wir am Schluss, also dann viel Vergnügen mit dem Samichlaus und einen schönen Abend. Vorher zeigen wir Ihnen aber noch einen Teil der neuen Coop-Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Midi-Gemüse-Konserven in der 425-Gramm-Dose 40 Rappen günstiger. Knorrsuppe 9 Sorten, der Beutel statt 1,25 nur 95 Rappen. Coop Bohnenkaffee Excellento 500 Gramm statt 5,70 nur 4,70. Und Coop Bohnenkaffee Espresso 450 Gramm statt 4,30 nur 3,30. 3 Dosen Scheba Katzennahrung, Rind, Wild oder Geflügel statt 3,45 nur 2,70. Goldstar Rahmspinat fix fertig 600 Gramm statt 2,50 nur 1,95. 2 Paar Wienerli oder Wienerli Light 50 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Clementinen im Netz 1 Kilo nur 1,40 und im Netz an 2 Kilo nur 2,70. Zum Schluss noch ein interessanter Preisabschlag. 1 Kilo Goldstar Pommes frites kostet nur noch 3,95. Auf Wiedersehen!